DEMEA – Connecting Digital Health. Ich bedanke mich sehr für die freundliche Anmoderation und auch für die Einladung, hier zu diesem wichtigen Thema sprechen zu können, die digitale Transformation und wie kann es für die Pflege gelingen. Sie sehen hier ein Bild aus unserer Region. 2038 sorgt digitalisierte Pflege dafür, dass mehr Zeit am Menschen entsteht. 2038 ist gerade kein ambitionierter Zeitplan und wir wissen, viele drängende Fragestellungen, viele drängende gesellschaftliche Fragestellungen sorgen dafür, dass wir einen erheblich höheren Innovationsdruck haben in der Pflege. Aber eben auch für die Pflege steht hier nicht allein, sondern im Bereich Digital Health sind ja alle Gruppen, es ist ein sehr breites Konzept. Die digitalen Verbraucher sind mit angesprochen, aber eben auch unsere ärztlichen Kollegen, alle Gesundheitsberufe. Und die Zieldimension Digital Health stellt hier hohe Anforderungen, gerade auch was die intelligente Vernetzung von Geräten angeht. Wenn wir aus der Situation digitaler Gesundheit in unserem Alltag gehen und in den medizinischen oder pflegerischen Kontext wandern, brauchen wir natürlich neben einer guten Connectivity und intelligenten Vernetzung Datenschutz auch natürlich auch die empirische Überprüfung. Wir müssen hier eine Validierung in Form von empirischer Forschung erreichen und das eben zusammengefasst in dem Konzept des Digital Medicine und Digital Care. Hier dienen natürlich die digitalen Methoden zum einen auch nicht nur der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, sondern sind natürlich auch selbst Forschungsmethodik und können hier auch natürlich unsere Forschungsmöglichkeiten erweitern. Vor allen Dingen, was wiederum die Einbindung der Verbraucher, die in unserem Bereich natürlich Patienten oder Pflegebedürftige sind, erweitern. Und wozu das Ganze führt, ist, wenn wir hier eine gute Grundlage haben, die auf Datenzugang und Datenprotektion angeht und natürlich eine Verlässlichkeit auch der digital assistiven Systeme ermöglicht mit ausreichend Evidenz, dann kann, und das ist letztendlich der Außenbereich, dann kann Vertrauen und Akzeptanz entstehen. Im Prinzip, dieses Prinzip habe ich als Prolog vorangesetzt. Wir werden uns jetzt in verschiedenen Stellen einfach dieser Entwicklung annähern und das ist die Basisüberzeugung, die dahinter steht. Wir haben den Bereich digitale Transformation, kommen im Prinzip drei Aspekte zusammen. Die Gesundheit, die verändert wird, die einen hohen Wandlungsdruck ausgesetzt ist. Wir haben hier aber auch Aspekte der Qualifizierung und wir haben natürlich hier die Möglichkeiten, die aus der Digitalisierung entstehen. Das Ganze ist zusammengetragen in einem sehr empfehlenswerten Papier der Carium-Stiftung, wie weit diese Transformation eben gelingen kann. Und wir wollen es erstmal anschauen. Manchmal hat man ja aus der politischen Diskussion den Eindruck, dass die digitale Transformation getrieben wird durch die Digitalisierung und die digitalen Möglichkeiten, die entstehen. Das wäre aber im gewissen Sinne Selbstzweck, selbstreferenziell, sondern hier gibt es natürlich erheblich andere Treiber, die einfach gesellschaftlicher Natur sind. Also was treibt die digitale Transformation an? Und ein wichtiger Treiber ist die patientenzentrierte Medizin oder Gesundheitsversorgung, die Menschen viel mehr mit der Gesundheitsversorgung vernetzt, die viel engere Einbindung erreicht, die das Selbstmanagement der Patienten verändert, weil der digitale Zugang viele Zugangswege vereinfachen wird. Und wir haben hier auch für die Forschung haben wir natürlich einen ganz anderen Zugang, weil Forschung viel mehr als Bestandteil der Behandlung wird. Dahinter steht auch ein ganz neues auch Wissenschaftskonstrukt. Und zwar, wir kommen aus dieser Welt, dass Forschung, über, wenn sie klinisch ist, in der Gesundheitsversorgung, die Patienten befragt, Informationen aus der Erkrankung mit einbindet und in der Forschung dann Evidenzen zur Verfügung stellt, die zum Beispiel Gesundheitsversorgung neu gestalten helfen, neue Veränderungen anschließen. Das ist kein besonders agiles Konzept, das ist sehr hierarchisch strukturiert. In der neuen Infomedizin, in die wir uns bewegen, mit der patientenzentrierten Perspektive, sind die Patienten über digitale Möglichkeiten viel mehr miteinander verbunden. Sie stehen im Austausch unter sich.
Sie stehen aber auch in einem Kommunikationsdreieck, das sich zwischen Forschung und Gesundheitsversorgung aufspannt. Und für diese Situation müssen wir zum einen uns selbst natürlich vorbereiten, als Pflegefachpersonen in dem Bereich, Gesundheitspersonal, aber natürlich auch die Patienten im Rahmen des Selbstmanagements führen. Eine Person, die möchte ich Ihnen jetzt nicht im Video vorstellen, sondern nur empfehle ich Ihnen das auch anzuschauen, ist Sarah. Sarah ist selber IT-Ingenieurin und hat eine Parkinson-Erkrankung entwickelt. Und Sarah ist Self-Tracker. Sie beobachtet sich selbst nach dem Motto, ich bin eine Stunde pro Jahr beim Arzt und 8.765 Stunden bin ich mit mir selbst, bin ich im Selbstmanagement. Und Sarah beobachtet sich selbst mit Tracking-Tools und gibt diese Informationen für Tagebuch daraus, zum Beispiel wenn Medikamentenwechsel ansteht, und teilt diese Informationen aber auch mit ihren Gesundheitsversorgern, sodass da ein enger Austausch entsteht. Und sie teilt sie auch mit anderen Mitpatienten, die dann daraus auch verschiedene Erkenntnisse auch untereinander diskutieren und ableiten können, zum Beispiel was Einnahmezeitpunkte und Medikamentenwirkung angeht. Sarah bezeichnet sich selber als Lead Patient oder Patient Innovator, und das ist eine Form von aktivem Einbindungswillen von Patienten in der Gesundheitsversorgung. Darauf müssen wir auch erstmal vorbereitet sein, zumal die technischen Möglichkeiten daraus sehr, 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 sehr vielfältig werden. Hier sehen die Grafik ist gar nicht mal sehr, sehr neu, aber die Sensorik, die jetzt schon verfügbar ist und die diese Einbindung der Patienten ermöglicht, die braucht eine Moderation. Dafür sind Pflegefachpersonen gefordert, auch diese Moderation mit im Rahmen dieses Selbstmanagements zu ermöglichen. Und die digitale Gesundheitskompetenz wird insofern eine Schlüsselkompetenz, um diese Menschen auch entsprechend hier in diese Autonomie zu führen. Also das ist auf jeden Fall eine qualifikatorische Herausforderung für uns. Die zweite ist sicherlich die bekannteste, ist der Treiber des demografischen Wandels. Sie sehen hier die demografische Karte mit den neuen Ländern als demografischen Hotspot in Europa. Sachsen-Anhalt hier ganz zuvorderst, indem wir in diesem Land einen Wandlungsdruck haben, demografischerseits, der in vielen anderen Bundesländern erst in den nächsten 10 bis 15 Jahren entsteht. Wir haben hier eine Situation, dass 70% der Pflegebedürftigen nicht nur in Sachsen-Anhalt bundesweit überwiegend von pflegenden Angehörigen zu Hause versorgt werden, und dass in diesem Bereich auch der Bereich der Versorgung durch Angehörige, der auch der Bereich ist, der auch am stärksten wächst. Das heißt, hier haben wir Wachstumszuwächse in den letzten Jahren von bis zu 25%. Die Versorgung im ambulanten Bereich oder in der stationären Altenpflege hat wesentlich weniger Dynamik. Wir haben da aber eine große Abhängigkeit, dass die Angehörigen auch diese Versorgung gestalten können, dass sie mit diesen Belastungen umgehen können. Und der Barmer-Report 2019 hat hier alarmierende Zahlen gebracht. 185.000 der 2,5 Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland sind so hochgradig belastet, dass sie kurz davor stehen, ihren Dienst einzustellen und dass sie diese Betreuungssituation in ihrem Haushalt als sehr, sehr belastend und fragil darstellen. Insofern braucht es hier auch digital assistive Techniken, um hier auch eine Entlastung zu haben, beziehungsweise sie brauchen auch hier natürlich eine Begleitung vor Ort. Wir möchten hier den Aspekt des Telenursings mit einbringen, auch als neues Handlungsfeld für die Pflege, dass wir hier gerade auch die Angehörigen zu Hause unterstützen können. Hier spielen digitale Aspekte schon eine sehr, sehr große Rolle. Internetportale sind mehrmals die Woche durch die Verfügbarkeit natürlich, aber mindestens mehrmals im Monat eigentlich eine der bevorzugten Quellen der Informationen. Wenn man diese Befragung, die wir zusammen mit dem Portal Pflege.de durchgeführt haben, weiterfragt, wie gut können Sie sich denn im Bereich Telenursing auch eine Begleitung vor Ort per Telefon oder Video vorstellen, ist natürlich in erster Linie präferiert die Begleitung vor Ort durch deinen Experten selbst. Wohlwissend, dass das ideal wird, was nicht immer erreicht wird. Und dann sind tatsächlich die Optionen, dass man auch einen Pflegeexperten am Telefon hat oder eben per Video oder Videochat mit hinzufügt.
wird auch als hilfreich angesehen und ist eine Option sowohl auch als Entwicklungsmöglichkeit für Pflegekräfte, aber natürlich ja auch ganz konkret auch den Angehörigen vor Ort eine Entlastungsmöglichkeit zu geben. Und das wird vor allen Dingen dadurch plausibel, dass wenn man diese Themen fragt, was denn in diesem Bereich, was denn durch Tele-Nursing auch, welche Themenfelder hier interessant sind, dass sie sind Themenfelder, vor allen Dingen auch die Überforderung in meiner Tätigkeit, Schmerzen oder der tägliche Umgang mit Erkrankungen sind Belastungsfelder, die man gerne durch eine Telepflege auch mit bewältigt haben möchte. Insofern bietet hier Telenursing für die pflegenden Angehörigen neben einer technischen Assistenz auch ein wichtiges Feld, ihre Versorgungssituation stabil zu halten und das fragile System zu stabilisieren. Und wir haben natürlich digital demografischen Wandel auch der Situation, dass wir Versorgungssicherungsfragen in der Fläche haben. Auch hier schafft es in Sachsen-Anhalt schon die Bild-Zeitung, wie schwierig die Hausärzte-Situation ist. Und hier ist völlig klar, dass das nicht nur hier ist Telemedizin eine wichtige Komponente, aber es ist völlig klar, dass Telemedizin das Thema alleine nicht lösen wird, sondern dass hier auch neue Wege gegangen werden müssen, die vor allen Dingen auch die nichtärztlichen Berufsgruppen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Heilkundübertragung, einbinden. Und dass das geht, zeigen hier erste Beispiele, wie zum Beispiel die ohne Arztpraxis, die in Baden-Württemberg schon mit der 2 Modellstandorten geöffnet hat und hier, die hier neue Wege geht. Das heißt, da entstehen auch zusätzliche Aufgaben, die mit entsprechenden Kompetenzen auch dann Aufgabenstellungen an die Pflege mitbringen. Und wir haben einen Treiber, den Fachkräftemangel in der Pflege natürlich selbst. Jetzt haben Sie, fragen sich, jetzt hat er ja sehr, wir haben ja sehr viele Themenfelder vorgestellt, die neu für die Pflege werden und und haben natürlich einen Fachkräftemangel in der Pflege selbst. Insofern ist das ein Spannungsfeld, das ich bewusst auch darstellen will, weil es so einfach nicht ist, dass wir sagen, dass den Pflegebedarf, den zusätzlichen oder die Entlastungssituation der Pflege lösen wir durch Digitalisierung, sondern wir haben hier einen Wandel, der komplexer ist, der über die Berufsgruppen übergreifend gedacht werden muss und der natürlich auch die Frage stellt, haben wir so viele Pflegekräfte vor Ort, dass wir, der Wandel selbst muss ja auch gestaltet werden, dass wir den Wandel überhaupt vorantreiben können. Das heißt, wir müssen das Thema Fachkräfte und Pflegestellensituationen insofern auch betrachten, dass es eine wichtige Voraussetzung ist im Rahmen der digitalen Transformation. Entstehen auf jeden Fall auch Aufwände, für die es Kapazitäten in der Berufsgruppe geben muss. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie sieht denn die Berufsgruppe das selbst? Wie sind denn Fragen der Akzeptanz dazu? Es gibt mehrere Untersuchungen. Ich habe hier eine eigene Untersuchung mitgebracht, die wir im Zusammenhang, die wir an Krankenpflege und Altenpflegekräfte gestellt haben und deren, für die wir ein Abbild gesucht haben aus einer internationalen Fragestellung, um auch Vergleiche anzustellen. Und man kann sagen, die Pflegenden, die an unserer Fragen teilgenommen haben, zeigen in hohem Maße Aufgeschlossenheit durch Computer oder Roboter, in ihrer Tätigkeit Entlastung zu erfahren. Das liegt deutlich höher als die Vergleichsdaten aus der internationalen Untersuchung. Da lag die Aufgeschlossenheit bei etwa 55% in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, die Pflegenden fühlen sich durch die Möglichkeiten nicht so sehr bedroht, sondern sind eher suchen eigentlich eher hier, haben eigentlich konkrete Erwartungen auch an die technischen Lösungen und sind überdurchschnittlich aufgeschlossen. Sie können auch, das sind die gleichen Befragungen auch angesprochen, Sie teilen auch mit, in welchem Bereich die Entlastungswünsche stattfinden sollen. Das sind einmal schwere körperliche Tätigkeiten, Patiententransfer eben tragen. Und es sind viele Tätigkeiten, die um die unmittelbare Patientenversorgung herum entstehen. Haushaltstätigkeiten, das sind die Reinigungstätigkeiten auf Stationen, aber auch Materialmanagement, also Aspekte, die, insofern passt das Eingangszitat auch, die uns von der
die Zeit wegnehmen, die in der unmittelbaren Patientenversorgung fehlt. Und Aspekte wie Körperpflege oder Essen, Trinken, Anreichen, die wollen Sie gar nicht durch technische Lösungen substituiert haben. Die sollen weiter in der Pflege bleiben und durch die Pflege selbst ausgeführt werden. Insofern stellen wir uns die nächste Frage, wie gut sind wir als Berufsgruppe darauf vorbereitet, digitale Wandel in Ausbildung und Weiterbildung. Hierzu auch Daten aus einer eigenen Untersuchung, die wir an über 400 Pflege- und Altenpflegeschüler in den neuen Ländern ausgeführt haben. Die gute Nachricht ist, der Computer ist über 95% im Rahmen der Ausbildung werden Computerkenntnis vermittelt und der Computer wird auch als nützliches Werkzeug der Pflegeversorgung der späteren gesehen. Neue Systeme wie Videokonferenztechnik oder eben auch Smartwatches, Fitnessarmbänder, die zur Selbstkontrolle geeignet sind, das Self-Tracking ermöglichen, da gibt es wenig konkrete Vorstellungen, wie die eingebunden werden können. Gerade bei Videokonferenzsystemen wäre es jetzt interessant, diese Fragen nochmal nach der Pandemie zu machen. Da hat sicherlich, da sind breitere Erfahrungen sicherlich dazu gekommen. Insgesamt stellen die Auszubildenden aber fest, dass es einen hohen Maß an Bedarf an Schulungen gibt und dass die aktuell aber im Rahmen der Ausbildung nicht adressiert werden. Sind wir in der Pflegeausbildung durch die Pflegeberufereform gerade in der Situation, in der sich die Ausbildung umbricht? Es gibt eine neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe. Wenn man diese sich anschaut und hinsichtlich die Vermittlung digitaler Kompetenzen anschaut, dann wird die Möglichkeit, hier durch die Reform des Pflegeberufegesetzes hier auch den Beruf zukunftsgerecht zu machen und digitale Kompetenzen vermitteln, aber nicht genutzt. Ist nicht so, dass es nicht genannt wird, sondern es sind zwei Treffer im Bereich der digitalen Patientenakte. Die sind vermerkt, aber der ganze Bereich der assistiven Technik und wie die Digitalisierung mitbringt, der wird nicht vermittelt. Wir bedauern das sehr. Es läuft gerade noch eine Analyse der Rahmenlehrpläne, die schon einsehbar sind. Da zeigt sich, dass mindestens drei Bundesländer hier über den Rahmenlehrplan und die Ausbildung und Prüfungsordnung hinausgehen und mehr Kompetenzen vermitteln. Bremen und Baden-Württemberg haben hier sechs gegeben und auch Sachsen-Anhalt, da haben wir uns sehr stark mit eingebracht. Allerdings erreicht keines dieser Curricula unsere Empfehlung, dass wir Querschnittsmodule, dass digitale Kompetenz eine Grundlagenkompetenz wird, die im Querschnitt auch im Rahmen der über die Ausbildung vermittelt wird, sondern es ist, wird add-on, es wird in die Lernfelder eingefügt und wir werden sehen, bei den vielen Inhalten, die neue Ausbildung hat, wie weit das weiterentwickelt wird, zumal hier natürlich auch die Lehrerqualifikation beziehen muss. Ein zentrales Element, um digitale Kompetenzen zu vermitteln und den Austausch zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen, diese Technik vor Ort erlebbar zu machen und dann auch für die spätere Gestaltung der eigenen Praxis zu reflektieren und auch eigentlich auch zu konkretisieren, ist das Future Care Lab. Gerade in diesem Raum wird ermöglicht, dass ich eine Situation, die zunächst sehr abstrakt ist, wenn ich zum Beispiel einen Paro-Emotionsroboter in die Hand nehme, dann hat einer eine konkrete Anwendungserfahrung schon und die nächste Auszubildende hat die Fantasie aus iRobot vor Augen. Wichtig ist, dass man das an einem Punkt zusammenbringt und das Future Care Lab ist hier geeignet, neue Technologien erlebbar zu machen, zu reflektieren. Und wie wir das tun, ist das als ein Beispiel, wie das auch nicht nur die pflegerische Versorgung dadurch erlebt wird, sondern wie das auch im Zusammenhang der interprofessionellen Versorgung erreicht werden kann, ist zum Beispiel, dass wir eine interprofessionelle Visite mit einem Telepräsenzroboter hier im Rahmen eines Schauspielstationen vorstellen. Dabei kann diskutiert und reflektiert werden, was gewinnt man durch die Möglichkeit, hier den Arzt telepräsent zuzuschalten und wie verändert sich vor allen Dingen für die einzelnen Berufsgruppen die spätere Praxis. Und für die Pflege ist das eine sehr, sehr große Veränderung
weil Wissen vor Ort strukturiert werden, neu strukturiert werden müssen. Aber wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, wird es viel später vielleicht auch diese Form von technischen Innovationen einfach mal in pflegerische Tätigkeit zu integrieren. Insofern müssen wir die Ausbildung umstellen. Wir kommen aus einer Situation, die eigentlich eher durch informatives Lernen geprägt ist. Wir lernen Medizinprodukte kennen. Das ist gerade auch aus der Dekade der Medizinprodukte heraus gesteuert. Da war das informative Lernen wichtig. Wir konnten Geräte kennenlernen in ihrer Nutzungsmöglichkeiten. Und wenn ich einmal das Beatmungsgerät gelernt hatte, kann ich es auch anwenden. Wir kommen aber zunehmend in die aktuelle Dekade sind medizinische Plattformen, Big Data, und wir gehen aber in die Robotik und Augmented Reality Zeit, und da brauchen wir das transformative Lernen. Das heißt, ich muss diese Technik, die ich kennengelernt habe, mir so anpassen, dass sie in meinem Arbeitskontext auch da drin Wirkung entfalten kann. Insofern brauchen wir diese veränderte Qualifikation. Und wir brauchen sie nicht nur im Rahmen des praktischen Erlebens in einem Labor, sondern wir müssen es auch, sonst bleibt das Ganze künstlich und von der unmittelbaren Versorgung getrennt. Wir müssen sie auch wieder zurück in die Versorgung tragen. Das war übrigens auch die Rückmeldung auch an unseren Workshops, die im hohen Maße zufrieden waren, die Anwender, aber der nächste Schritt ist eine Begleitung vor Ort. Und hier haben wir grundsätzlich die Situation, dass wir dass es nicht nur um die Veränderung für uns Pflegende geht, sondern dass wir hier natürlich, Pflege wird ja an einen Patienten oder an einen Bewohner, der einen konkreten Bedarf auch hat von funktionaler Unterstützung, da wird ja Pflege wirksam. Und diesem Bedarf ordnen wir ein funktionales Angebot zu. Das ist bei einem Rollator sehr einfach, weil der für einen bestimmten Zweck konstruiert wurde. Da kann man noch die Griffhöhen anpassen und schauen, dass die Wohnsituation entsprechend angepasst ist. Wenn wir in neue Systeme gehen, wie Robotik auch, ist die Anpassung auf die konkrete Situation, das Angebot sehr viel komplexer und muss natürlich muss passfähig gestaltet werden. Insofern, das ist unsere aktuelle Studie, die wir dazu durchführen, haben wir einen strukturierten Einführungsprozess dafür, den Pflegeprozess konstruiert, der mit der Sensibilisierung der Technik startet, der die Patienten einbindet in der konkreten Situation der evaluativen Einführung, also genau diesen Fit macht zwischen funktionaler Unterstützungsmöglichkeit. Das kann ein Ultraschallsensor sein, das kann ein Kommunikationsroboter sein, Telepräsenzroboter, und das mit dem konkreten Bedarf abgestimmt wird. Und die Pflegekraft hat hier eine moderierende Funktion, nämlich nur wenn auch diese Technik auch als Unterstützung passfähig zum Patienten gestaltet wird, kann sie auch diese durch Teilhabesicherung auch diese Entlastung ermöglichen. Und erst im Anschluss kommt die Qualifizierung und die dauerhafte Implementierung. Das heißt, hier ein Prozess, der etwas anders abläuft, als wir das uns als es bisher üblich ist. Wir starten ja zunächst mit der Sensibilisierung und Qualifizierung im Üblichen. Und unsere Hoffnung ist aber, dass wir diese evaluative Einführung, das heißt die Verankerung, die unmittelbare Pflegesituation vor Ort, wenn uns das gelingt, wir erfolgreicher werden und wir solche Situationen, wir alle kennen die Stationsbäder, denen es nicht an Hilfsmitteln mangelt, dass wir solche Situationen vermeiden können, auch mit den neuen Technologien, sondern dass im hohen Maße eben anwendungsbezogen bleiben. Insofern bleibt mein Fazit: Im Rahmen von Digital Medicine and Care haben Robotik und andere digital assistive Technologien ein großes Potenzial, und die Herausforderung der Gesundheitsversorgung mit einer wirkungsvollen Transformation zu begegnen. Digitalen Techniken sind Treiber und Ergebnis der Transformation. Qualifizierung und aktive Beteiligung bei der Entwicklung und Praxiseinführung sind eine wichtige, notwendige Voraussetzung. Pflegende müssen damit eingebunden werden, um Vertrauen zu schaffen und Vorbehalte zu reduzieren. Und am Ende braucht es innovative, mutige Ideen für die Gestaltung einer nachhaltigen digitalen Transformation der Gesundheitsversorgung, die durch uns Pflegende selbst gestaltet werden kann. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Dieses Gestaltungsmandat sollten wir als Auftrag annehmen und uns hier aktiv einbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung.